Sofa stief. Rasch das Zeltdach. Schönen guten Tag. Wir machen einen neuen Podcast, nachdem uns der alte so gefallen hat. Uns vor allem. Guten Morgen, Herr Stief. Naja, guten Morgen, wir haben es halb zwölf, egal. Das ja. Hat was mit Chronotypes zu tun. Guten das Morgen. Stimmt. Also, wir haben für unsere Data Disrupted-Konferenz einen Podcast angefangen und haben dann bei den Überlegungen ein paar Ideen gehabt, wie wir was sonst noch alles erzählen können über wer wir sind, was wir tun und wie wir arbeiten. Und das werden wir mit diesem Podcast machen, der da heißt, oder heißt es soll Arbeit erleben oder Arbeiterleben, Arbeit erleben, Arbeit erleben, weil wir glauben, dass wir sind beide selbstständig, ein bisschen untypisch arbeiten in Deutschland, wie so jemand, der sonst so selbstständig, auf jeden Fall auch jemand, der ins Büro geht regelmäßig. Und jetzt sitzen wir hier in Kroatien am Zeltplatz. Am Meer. Am Meer. Bei dem, was die Kerstin Workation nennt. Und haben uns gedacht, wir fangen mit dem Podcast an. Genau. Der Workation war auch der Ideengeber für den Podcast überhaupt. Einfach mal zu berichten, wie wir arbeiten, weil das ja für viele... Nein, eigentlich fing es noch ein bisschen früher an. Für viele ist es jetzt eine neue Situation, dass sie plötzlich konfrontiert werden, damit arbeiten zu müssen, wo sie früher nur gelebt haben, nämlich zu Hause. Und wir machen das schon eine ganze Weile in unterschiedlicher Ausprägung und mit unterschiedlichen Motivationen. Und dann haben wir uns überlegt, dass eigentlich ganz hilfreich ist, vielleicht für die Leute, die nicht so familiar sind mit der Remote-Arbeit, das denen mal zu zeigen, wie es gehen kann, dass es vielleicht auch nicht für jeden das Richtige ist. Ja. Und wie wir das so machen. Für mich zum Beispiel nur halb. Bevor wir da einsteigen, vielleicht mal kurz zu uns. Wer sind wir eigentlich? Was tun wir? Fang du doch mal an. Ich soll anfangen. Ja, ich habe ja so das Hashtag für mich in Anspruch genommen, Remote since 1999. Und das trifft es im Wesentlichen eigentlich auch. Ich habe 1997 in der IT angefangen zu arbeiten bei einer Softwarekonzern. Und 1999 bin ich in die Telekommunikation gewechselt. Dort war ich im Wholesale-Vertrieb für die UUNET. UUNET damals schon Tochter der WorldCom, MCI WorldCom später, MCI jetzt Verizon. Und wir waren von Anfang an ortsunabhängig unterwegs. Wir hatten Büros über ganz Deutschland verteilt. Jeder wurde von Anfang an mit einem Laptop ausgestattet. Die Infrastruktur hat es hergegeben, dass wir, egal ob in Hamburg, Frankfurt, München oder Dortmund arbeiten konnten. Und mein Büro war tatsächlich in Dortmund. Ich bin aber auch die meiste Zeit zu Hause gesessen, damals schon. Später bin ich in den Global Vertrieb gewechselt, habe dort Business Development gemacht für Global Accounts. Und da war ich in Remote Teams sowohl als Director als auch als Zuarbeiter tätig. Und da war es dann wirklich völlig egal, wo wir gesessen sind, weil wir uns eh irgendwie organisieren mussten, um rund um die Welt durch Zeitzonen, über Grenzen und Sprachbarrieren hinweg uns zu organisieren. Das hat sich dann später weiter durchgezogen. Ich bin seit 2012 jetzt selbstständig und habe in meiner ganzen Angestelltenzeit immer das Glück gehabt, remote arbeiten zu dürfen und zu können. Und seit ich selbstständig bin, sowieso. Wir sind anfangs noch in München, haben anfangs noch in München gelebt, wir sind gelebt worden. sind aber dann 2014, glaube ich. 2013 sind wir umgezogen auf einen wunderschönen Einödhof ins bayerische Outback, kurz vor der österreichischen Grenze, weil... Wo wir nicht alleine wohnen. Wo wir nicht ganz alleine wohnen, das ist richtig. Aber das ist das ist eigentlich ein Haufen von Remote-Workern und Freigeistern, Künstlern, Freiberuflern. Und für uns war es egal, unsere Geschäftspartner sitzen sowieso über ganz Deutschland, zum Teil auch im Ausland verteilt. Und da ist es völlig egal, ob ich jetzt von München oder von Salzburg aus nach Berlin oder Hamburg fahre oder
Ja, dann arbeite ich nicht nur auf dem Einödhof, aber dazu später mehr. Ich glaube, jetzt gebe ich erstmal dem an. Dem was machst du denn? Was arbeitest du denn auf dem Einödhof? Ach so, was ich mache. Ja, ich sitze da halt so rum und tue Dinge. Ich habe, oh Gott. Ja, ich mache natürlich nicht mehr Vertrieb, schon lange nicht mehr. Ich bin mehr im technischen Marketing zu Hause. Am Anfang habe ich tatsächlich noch Vertriebsconsulting gemacht, habe auch Unternehmen geholfen, Vertriebsstrukturen aufzubauen und umzusetzen, bin aber dann später immer mehr ins Marketing abgedriftet und mittlerweile mache ich technisches Marketing und habe mich darauf spezialisiert, Content zu generieren für Unternehmen, IT und Telekommunikation only. Also ich mache das wirklich nur für Konzerne, für Tech-Unternehmen und bevorzugt Open Source. Und ich schreibe über technische Dinge, verfasse Pressemitteilungen, Blogbeiträge. Ich nenne mich liebevoll Copycat, was es eigentlich auch ganz gut trifft. Firmen dürfen Dinge veröffentlichen, die ich geschrieben habe, unter ihrem eigenen Namen. Mache nebenbei dann auch noch in Projekten, in Aufträgen technische Dokumentation, schreibe Konzepte, berate zum Teil Firmen auch noch strategisch. Das ist so ein bisschen übrig geblieben. Man ist ja immer so mit mehreren Beinchen. Ach ja, und wir haben eine Konferenz seit letztem Jahr. Yay! Veranstaltungsmanagement ist auch noch ein ganz, ganz großer Schwerpunkt bei mir. Und beim Herrn Stief, da sagt er dann vielleicht auch noch ein bisschen was dazu. Aber wir haben seit letztem Jahr unsere eigene Konferenz und die wird dieses Jahr so richtig erwachsen mit Remote und Portal und E-Magazin und allem, was dazu gehört. Aber dafür gibt es einen anderen Podcast, den müsst ihr euch dann auch anhören, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Herr Stief! Genau. Ja, ich habe eine ähnlich lange Karriere, wenngleich deutlich weniger remote und weniger verschiedentlich aufgefächert. Ich habe eigentlich einen Background in Elektrotechnik, habe irgendwann mal eine Lehre gemacht, dann ein Studium dazu obendrauf, weil ich während der Lehre bemerkt habe, dass ich nicht seit meines Lebens in ölverschmierten Pressenkellern rumstehen möchte, um Endschalter zu tauschen, wo man knöcheltief im Öl wartet. Also ein Studium und bin während des Studiums, hatte ich die Gelegenheit oder die große Chance bei IBM Research in der Schweiz zu arbeiten, zum einen für ein Praxissemester und zum zweiten für die Diplomarbeit. Und dort kam ich so richtig ernsthaft mit Unix in Berührung. Ich habe vorher schon Linux betrieben, also wir reden jetzt irgendwie so, ich habe studiert von 92 bis 98. Ich habe da schon Linux betrieben, eine sehr frühe Kernel-Version damals, das war noch vor Kernel 1, also 1.0. Und habe dann eben bei IBM die ganze Unix- und Netzwerkwelt kennengelernt. Ich habe dann mein Diplom mal weitergeschrieben über ATM-Netzwerke, die es leider auch nicht mehr so wirklich gibt. War ein schönes Protokoll. Jetzt ist alles Ethernet. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Gut, war eben bei IBM und habe dann da mir gedacht, so, dieses IT-Zeug und Netzwerk und Unix, das ist schon irgendwie cooler, heißer Scheiß, da würde ich gerne weitermachen. Und hatte die Gelegenheit dann nach dem Studium, ich habe in Regensburg studiert und bin dann nach dem Studium in München gelandet bei einem kleinen Systemhaus außerhalb von Münchens und habe dort dann etliche Jahre, ich glaube 12 Jahre war ich bei denen, mich mit Sun Solaris umgetan. Also ich habe am Anfang war ich als Support-Ingenieur dort. Die Firma ist dann ein bisschen größer geworden und am Schluss habe ich dann tatsächlich die technischen Sales Support, natürlich auch Kundensupport gemacht. Ich habe mich ein bisschen um die darum gekümmert, dass die Aufträge abgearbeitet werden, dass nichts liegen bleibt, auch so ein bisschen den Kollegen dann Support gegeben. Und da bin ich 2011 raus. Das hing so ein bisschen zusammen mit einer gewissen Unzufriedenheit über die Karriere, über Karrieremöglichkeiten. Hing auch zum guten Teil zusammen, dass damals Sun von Oracle gekauft wurde und Oracle das Partnermodell völlig anders aufgestellt hat. Das war dann nicht mehr so wirklich spaßig, wie das zu Sun-Zeiten war. Und das waren alles so Dinge, die dann in Summe dazu beigetragen haben, zu sagen, so ach dann, und Ideen waren auch da, was man selbstständig machen könnte. Und habe ich dann selbstständig gemacht. Und mache jetzt eben auch. Du hast Teil, eine Aktiengesellschaft mitgegründet. Dazu komme ich noch. Also, wichtig. Obwohl, das wäre dann eigentlich natürlich zeitlich tatsächlich kurz danach, also kurz nachdem die Selbstständigkeit begann, 2012, habe ich in München mit einigen anderen Freiberuflern eine Aktiengesellschaft mitgegründet, dieses 4 AG. Die gibt es natürlich noch. Dort bin ich seit 2017 auch in den Vorstand berufen. Ich bin also nicht der einzige Vorstand, wir sind zu dritt im Vorstand, aber Vorstand der Aktiengesellschaft, das ist aber ein völlig neues Themengebiet. Hat also mehr mit
so, naja, Unternehmensführung, und ich mache dort relativ viel so die ganze Buchhaltungsgeschichten. Das heißt, ich habe mich dann auch damit ein bisschen betraut machen müssen, so Projektcontrolling, wo entstehen die Kosten, wo kommt das Geld her, wo geht das Geld hin. Und dann mache ich eben auch mit der Kerstin so technisches Marketing. Also auch Texte schreibe, ich bin so das technische Gewissen hinten dran. Ich schreibe sie über die technischen Sachen. Ich habe eine ganze Reihe für Kunden Webinare geplant und durchgeführt. Das kann man dann auch auf YouTube, die allermeisten davon nachsehen. Wir haben eben die Konferenzen gemacht. Wir haben gemeinsam Kundenveranstaltungen bestritten. Und während der ganzen Zeit, oder während einem Großteil dieser ganzen Zeit, das ging damals in München los, 2003, war ich aktiv in der GUG, German Unit User Group, wo ich dann auch im Vorstand war. Und auch dort haben wir eine ganze Reihe, natürlich das Führers Fachgespräch einmal im Jahr durchgeführt, also eine Konferenz geplant, mit Inhalten versehen. Wir haben eine ganze Reihe Teilnahmen an Open-Source-Konferenzen, also alles, was irgendwie so, wie heißt die, Frostcon oder Chemnitzer Linux-Tage, früher noch die Linux-Tage, als es den noch gab, waren wir immer dabei als Sponsor und mit am Stand normalerweise. Und von daher kenne ich natürlich auch dieses ganze Konferenzgeschäft. Und ich war natürlich auch jetzt in letzter Zeit selber etliche Male aktiv. Also mein hauptinhaltlicher Schwerpunkt ist Storage, vor allem die ganzen neuartigen Storage-Themen, alles, was irgendwie so Flash-Speicher, Persistent Memory, Computational Storage und so weiter ist. Das ist so mein technischer Inhalt. Und in unserem Zweierteam bin ich dann auch der sich um die ganze Technik kümmert. Also Video, Audio, Recording, die ganze Kabellage und Audioschnitt, Videoschnitt und den ganzen Zeug. Das war jetzt sehr umfangreich. Jetzt kennt man uns. Genau. Was machen wir jetzt hier? Urlaub. Sowas wie Urlaub. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nutzen wir die Gelegenheit auch zum Arbeiten. Wir sitzen den ganzen Tag am Strand mit Laptop auf den Knien. Ich sehe es ja ein bisschen ambivalent, in Zeiten von Corona in Urlaub zu fahren. Ich war anfangs nicht so wirklich, man dachte, muss man wirklich wegfahren? Wir haben es dann doch gemacht, wir sind nach Kroatien gefahren. Mit dem Zelt auf einem Campingplatz, den wir schon lange kennen. Naja, der Rest Deutschlands ist halt jetzt in Bayern, ne? Das war nur konsequent. Naja, nicht alle. Viele. Wir kennen den Zeltplatz schon sehr lange. Ja, wir sind hier schon etliche Jahre da und haben gesagt, schauen wir hier nochmal her, und wenn es irgendwie zu voll ist, fahren wir wieder nach Hause, weil das sind irgendwie in Anführungsstrichen nur 5 Stunden Fahrt oder 6. Ja. Jetzt haben wir mehr gebraucht, weil an den Grenzen ziemlich viel los war. Aber es ist überraschend leer hier. Also nicht wirklich leer, aber es ist deutlich weniger los, als wir das sonst so kennen. Also es ist vor allem trotz Hauptsaison. Genau, das ist das, was uns sehr überrascht hat. Trotz Hauptsaison ist das ist der Zeltplatz halb leer. Und hier ist weniger los, als normalerweise in der Vorsaison, wo wir immer gefahren sind. Aber ja, es war eine gute Entscheidung. Ich bin ein bisschen depressiv. Das habe ich auch schriftlich von einer Ärztin. Also ich bin das wirklich. Einer der Gründe, warum ich mich damals selbstständig gemacht habe, war zum Beispiel tatsächlich, dass die wenigsten Firmen mir erlaubt haben, meinem Chronorhythmus zu folgen. Das führte dann so weit, dass von mir erwartet wurde, dass ich morgens um 9 schon im Büro stehe und gleich in die ersten Meetings reinfalle. Fand ich irgendwie doof, hat mir körperlich wehgetan. In der Zeit bin ich auch sehr, sehr schwer krank geworden. Und dann sind mir Dinge über mich klar geworden, dass es, ja, das Angestelltsein nicht das Richtige für mich ist, weil ich ein sehr ergebnisorientiert arbeitender Mensch schon immer war. Ein paar Firmen haben es ermöglicht, aber in den meisten ist man doch relativ starr in Zeitrahmen drin. Und das wollte ich ändern. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ist egal, ich war krank. Du hast angefangen. Ja, mit Chronorhythmus. Genau, Chronotypen. Es gibt verschiedene Chronotypen. Und natürlich für Eulen wie mich, ich bin tatsächlich eine typische Eule, wie ich gestern gelernt habe, auch ein Mutant. Es liegt wohl an irgendeinem Gen, was nur einer aus 75 hat, und ich habe es. Yay, ich bin stolz, ich bin anders. Aber es ist tatsächlich so, ich habe ein bisschen einen anderen Rhythmus als ganz, ganz viele andere Menschen.
Und deswegen fällt es mir natürlich schwer, mich, oh Gott, das klingt jetzt so schlimm, mich an Regeln zu halten. Aber so Regeln, die von mir verlangen, dass ich morgens um 9 in einem Büro in einem Meeting sitze oder dann vorher noch eine Stunde rumcommute, das ist nicht gut für meine Gesundheit, für mich, für die Umwelt und überhaupt. Und dann, ja. Wobei man jetzt, um das zu haben, müsste man nicht mit dem Zelt auf einen Zeltplatz fahren. Das kannst du richtig. Auch zu Hause. Und wir machen, du machst es auch zu Hause so. Das mache ich auch zu Hause so. Also das war kein Arbeitsweg, sondern wirklich, wann ich will, wo ich will zu arbeiten. Darum geht es eigentlich, dieses wo ich will auch. Dieses wann ist nur einer der Aspekte bei der ganzen Geschichte. Aber ich habe auch festgestellt, dass es manchmal der Kreativität und auch der eigenen Produktivität sehr gut tut, die Umgebung mal zu wechseln, nicht immer in demselben. Wir zeigen euch übrigens auch noch unser Büro. Unser Büro ist auch sehr, sehr vielfältig. Das ist auch ein Luxus, den sich ganz wenige Selbstständige leisten können. Wir haben ein Büro, das ist 150 Quadratmeter groß ungefähr. Wobei das so nicht geplant war. Das erste, das wir hatten dort, war ein bisschen kleiner. Im Outback, das war ja deutlich kleiner. Und das hat sich dann ergeben, dass wir die Nachbarn dazu bekommen haben oder dazu mieten konnten. Ja. Das war vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir wieder zu Hause sind. Genau. Dann können wir zeigen wir mal, wie im Büro rumgehen und ein paar Fotos dazu online stellen. Wie wir uns da eingerichtet haben und auch da die Möglichkeit geschaffen haben, nicht stumpf den ganzen Tag an einem Schreibtisch sitzen zu müssen. Und so hat sich das alles irgendwie entwickelt. Und aus dieser Geisteshaltung heraus, wann und wo ich möchte zu arbeiten, hat sich so dieses ganze Geschäftsmodell und diese ganze Arbeitsweise auch entwickelt. Und ja, deswegen sitzen wir jetzt auch hier, weil es eben egal ist. Wobei ich tatsächlich unterwegs nicht so gut arbeiten kann. Ich wäre natürlich auch eingerichtet, unterwegs arbeiten zu können, so mit entsprechend Cloud-Diensten und kleines, schlankes Laptop und irgendwie Daten auf SSD dabei und alles irgendwie, ne? Backup in der Cloud und so weiter, das wäre alles kein Problem. Also inhaltlich könnte ich sehr wohl so arbeiten. Aber ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also für manche Dinge fallen mir leichter in der häuslichen Umgebung, in der gewohnten Umgebung, mit einem vernünftigen Schreibtisch, mit einem großen Display, mit einem großen Monitor. Natürlich so Sachen wie Videoschnitt, das ist eine sehr praktische Geschichte, geht auf so einem kleinen Laptop auch nur sehr bedingt. Da willst du natürlich irgendwie was Großes haben, vielleicht auch ein bisschen eine leistungsfähigere Maschine. Aber das kann man sich dann ja auch durchaus so einrichten, dass man solche Sachen eben nicht gerade machen muss, wenn man unterwegs ist. Und ich habe jetzt auch hier gemerkt, selbst Audioschnitt ist ein bisschen schwierig, was aber auch zum Großteil daran liegt, dass hier die Sonne natürlich sehr runterstrahlt und es deswegen hell ist und man deswegen auf dem Bildschirm, sagen wir mal, zum Schreiben geht's. Aber wenn man jetzt irgendwie so eine Audiobearbeitung, ich würde auch hier keine Bildbearbeitung machen wollen, einfach weil das Display die Sonne zu hell ist fürs Display, da ist der Kontrast immer so gut. Also das sind so die sehr praktischen Dinge. Was bei mir sehr gut geht an solchen Sachen, ist zum Beispiel konzeptuell zu arbeiten. Wenn man dann einfach mal so im Liegestuhl liegt und 2 Stunden über irgendwelche Dinge in Ruhe nachdenken kann. Das klappt sehr gut. Dann natürlich auch Texte schreiben, das geht sicherlich auch. Zumindest draften. Also alles, was irgendwie so Entwurfssachen sind. Ich finde, man hat hier auch es gibt ja so den Spruch, den Geist wandern lassen. Und das fällt natürlich, gerade wenn man kreativ unterwegs ist wie wir, fällt es schwer in Mauern, weil man immer wieder auf Grenzen blickt. Und das ist so das, was ich hier genieße, wenn ich arbeite auch sehr gerne draußen, wenn es die Möglichkeiten hergeben, weil man den Geist wirklich die Gedanken wandern lassen kann, unendlich. Also ich schaue hier in jede Richtung und sehe am Horizont Meer und irgendwelche Schiffe, die da gleich runterfallen, weil, wie wir ja wissen, ist die Erde eine Scheibe. Man sieht es hier sehr deutlich. Na, da hinten sind ein paar Inseln, die halten das auf. Also vielleicht sollten die Schiffe in die andere Richtung fahren. Also das ist so diese Freiheit, diese Grenzenlosigkeit, was auch für gerade für Kreative oder Kreativität, glaube ich, sehr, sehr schön ist, nicht in so Mauern eingesperrt zu sein. Ja, man hört es schon, ich bin gern frei. Ja, es ist sicherlich einfacher, wenn du nicht auf Kommando irgendwie kreativ sein musst. Ja. Das
merke ja selbst schon beim Schreiben, wenn ihr jetzt irgendwie, wenn ihr einen Text abliefern muss, dann hockst du da und dann müssen dir jetzt Worte einfallen. Das kann man sicherlich auch trainieren. Ein bisschen. Und es gibt natürlich wie bei allem Menschen, denen es leichter fällt, die dann eben ein entsprechendes Talent dafür haben. Auch wir haben natürlich Termine einzuhalten. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur machen können, was wir wollen. Das klingt jetzt alles ein bisschen lockerflockig. Fahren wir mal ins Meer und machen irgendwas. Wir haben natürlich auch Termine einzuhalten und Verträge einzuhalten. Aber es fällt, denkt mir jedenfalls tatsächlich leichter, das in Umgebungen und Zeiten. Zum Beispiel ist vor einer Woche eine große Ausschreibung aufgetaucht, in der wir mitarbeiten, mitbieten werden und plötzlich hat man dann irgendwie Dinge zu tun, die ursprünglich nicht geplant waren, aber die halt trotzdem gemacht werden müssen. Das ist dann wieder das Los des Selbstständigen. Dann kann man halt bei sowas vielleicht nicht irgendwie sagen, das mache ich dann zu Hause, weil dann ist halt irgendwie der Abgabetermin rum. Richtig. Und wenn man dann bei dem Ding mitmachen möchte. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Aspekt des Remote Works. Man muss sehr flexibel oder man sollte sehr flexibel und agil fähig sein zur Flexibilität und Agilität. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht für jeden, wie der Wolfgang vorhin schon gesagt hat, weil du bist ja schon eher so jemand, der auch gewisse Rahmen benötigt oder der nicht der sich gerne auf Dinge einstellt. Zu Hause habe ich ein Whiteboard, ne? Mal zum einen. Zu Hause habe ich die das Kanban-Board, ein physisches Kanban-Board mit Karten drauf. Das sind natürlich alles so Dinge, die ich hier nicht habe und da kann ich mal in den Raum nebenan gehen. Weiß nicht, das ist hier irgendwie, ja okay, hier könnte ich auch weggehen, aber das ist was anderes. Da habe ich dann nicht so den Stuhl, nicht den Ohrsessel, den ich irgendwie zu Hause habe, um irgendwie, oder ich möchte mir schnell was in einem Buch nachschlagen. Ich habe tatsächlich eine Bibliothek gebundener Bücher für allerlei Themen und auch das habe ich hier natürlich nicht dabei. Und das sind so Sachen, die mir manche Dinge, die ich zu arbeiten habe, einfacher machen. Pragmatismus fällt mir an der Stelle ein. Ich glaube, man muss, um remote konsequent und 100% zu leben und zu tun, sollte man pragmatisch sein. Es ist, glaube ich, eine große Eigenschaft von erfolgreichen Remote-Workern. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier sitze und sage, so, ich kann gar nichts machen, der Urlaub ist total scheiße, ich kann nicht arbeiten. Ich kann ja schon Dinge tun. Wie gesagt, mich längere Denkprozesse, ich habe Fachbücher dabei, eins schon ausgelesen, das zweite dann demnächst ausgelesen. Natürlich, hier ist auch gut Internet. Wir haben entsprechende LTE-Verträge, wo uns irgendwie lokales Internet relativ egal ist. Das sollten wir mal, glaube ich, in einem Extra-Podcast erzählen, was wir für Arbeitsmaterialien haben. Also unabhängig davon, wie wir unser Büro eingerichtet haben, was allein schon ein sehr langer Prozess und ein eigener Podcast ist, sollten wir vielleicht mal unsere ganzen technischen Voraussetzungen, die wir uns geschaffen haben, alles so zu leben. Was ich sagen wollte, wir haben hier natürlich Internet mit dabei, unser eigenes Internet. Und natürlich machen wir Social Media. Ich lese dort einen ganzen Haufen Artikel. Das ist auch alles fachlicher Inhalt. Gerade so in der Storage-Welt passiert ja auch sehr viel, aktuell auf jeden Fall auch sehr viel in diesen ganzen Emerging Technologies und auch bei den verteilten Dateisystemen, so das ganze Erasure-Coding-Zeug. Da passiert eine ganze Menge und natürlich ist dann hier so eine Urlaubssituation sozusagen gut geeignet, auch vielleicht bei Dingen nachzuarbeiten, die man im letzten halben Jahr liegen lassen hat, die auch jetzt nicht zeitkritisch waren, aber inhaltlich dennoch interessant und wichtig. Mhm. Und das ist dann eben meine Art und Weise, so eine Workation zu verbringen. Weniger mit konkreten Dingen. Natürlich sind wir wieder bei meinem Vorstandsjob, auch da sind die ein oder anderen Sachen, ist jetzt dieses Mal nicht passiert, aber das hatten wir auch schon, dass Sachen schnell entschieden werden müssen und dann braucht es eine Vorstandsentscheidung von allen drei Vorständen und dann macht man das halt auch hier. Was aber auch geht, weil einer der Vorstände nämlich schon eine halbe Weltumsegelung gemacht hat im Segelboot und von da aus Vorstand war und das auch sehr erfolgreich funktioniert hat. Also ja, das geht.
denke, da wird noch viel passieren in der Zukunft. Diese ganze Gig-Economy, die jetzt gerade erst im Entstehen ist, die hat durch Corona und diese Remote-Work einen wahnsinnigen Schub bekommen. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen kommen jetzt auf die Idee, dass 9-to-5 gar nicht das Ultimative ist. Es wird sicherlich eine ganze Menge Menschen geben, für die das weiterhin eine Rolle spielen wird, die ein Büro brauchen, ein physisches Büro, die da hinfahren müssen, die eine klare Trennung benötigen im Geist auch zwischen Beruf und Leben. Bei mir ist das eine wirklich verschwindende Grenze. Jetzt ist es aber auch so, dass ich wirklich seit 1997 das tue, was mir Spaß macht und ich von daher sowieso nicht dieses Bedürfnis habe, das jetzt unbedingt so zu trennen, sondern meine Arbeit ist mein Leben, deswegen ja auch der Titel des Podcasts Arbeiterleben. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen oder Kritiker könnten herkommen und sagen, so, ja, aber Urlaub soll doch zur Erholung dienen, ihr müsst doch erholen und dann werde ich einen Teufel tun und irgendwie dort auch noch arbeiten. Ja, stimmt, als Unternehmer, als Vorstand muss ich so nicken, wo ich ja sage, so meinen Angestellten, denen sage ich auch so, bitte nehmt euren Urlaub, ne, der steht euch zu, das ist Erholungsurlaub, soll auch entsprechend in großen Stücken genommen werden. Auf der anderen Seite ist es aber wenigstens bei mir so, und ich denke, bei dir wird es ähnlich sein, dass ich mir, dadurch, dass ich mir meinen Arbeitstag auch zu Hause einteilen kann, und wenn ich heute mal irgendwie keine Lust habe und wenn auch wirklich jetzt nichts Dringendes da ist, dann bin ich da mal einen halben Tag, mache ich da mal irgendwie Sachen, die mir Spaß machen und nicht, die ich jetzt irgendwie machen muss. Das heißt, bei uns ist, oder zumindest bei mir, ist der Stresslevel aus dem normalen täglichen Arbeiten einfach gar nicht so hoch. Ich bin eigentlich nicht dauernd im Urlaub, das ist ja auch jetzt irgendwie falsch. Mein ganzes Arbeitsleben ist seit einigen Jahren tatsächlich nicht so, dass ich jetzt irgendwie groß gestresst wäre, weil ich ausreichend Freiraum habe, erstens Dinge so zu tun, wie ich sie tun möchte und mir niemand vorschreibt, wie ich sie zu tun habe. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und ich kann mir dann eben auch die Auszeiten nehmen. Wenn ich mal irgendwie müde bin, ich bin ja der Morgenmensch, also ich bin irgendwie so ab 6, 6:30, 7 normalerweise wach und auf den Beinen. Und es kommt vor, wenn ich abends spät weggekommen bin, dann werde ich irgendwie müde um 2. Dann habe ich wirklich so einen Tiefpunkt. Da geht dann nichts, da habe ich eine Matschebirne, da konnte ich mich nicht konzentrieren. Da konnte ich nichts lesen, weil mir die Augen zufallen beim Lesen. Ja, mein Gott, dann lege ich mir heute mal irgendwie eine Stunde hin und schlafe auf der Couch. Und das trägt aber auch zum inneren Zufriedenheitslevel sozusagen bei. Und deswegen ist jetzt für mich der Aspekt, ein Urlaub muss zur Erholung sein, nebensächlich. Für mich persönlich. Das war für mich jetzt auch gerade die Frage, so, wovon sollte ich mich denn bitte erholen? Das ist, es ist tatsächlich so, dieses selbstbestimmte Leben, was wir führen und was, glaube ich, jeder Remote-Worker für sich oder wenn Firmen das erstmal erkennen, dass man Arbeiter oder seine Angestellten auch mal von der Leine lassen kann, dass man denen durchaus ein gewisses Maß an Selbstverantwortung in die Hand geben kann und denen einfach mal vertraut, dass sie ihren Job schon irgendwie erledigt bekommen und in der Zeit Dinge abliefern in guter Qualität und dadurch vielleicht sogar auch produktiver werden. Und dann ist es halt, es gibt ja dieses Parkinsche Gesetz, dass Dinge immer so viel Raum oder Zeit in Anspruch nehmen, wie man ihnen gibt. Und wenn man einem Arbeiter 8 Stunden gibt für eine bestimmte Tätigkeit, dann tut er das auch in 8 Stunden. Obwohl er vielleicht zu Hause, wenn er selbstbestimmt machen könnte, kriegt er das ganze Ding in 2 Stunden gestemmt. Ja, yeah, so what? Dann ist es halt so, ne? Dann wird er für das Ergebnis für seine Arbeit bezahlt. Und was mir auch, für mich auch sehr wichtig ist und was ich hier sehr genieße, wovon ich mich auch nicht mehr erholen muss, immer wenn ich in Büros bin oder in Firmen, dann habe ich permanent um mich herum einen Business-Kontext. Das heißt, ich bin permanent auf, habe 8-Stellung und alles, was gesprochen wird, meine ich so, oh, ist das jetzt wichtig für mich? Also ich bin permanent so wie so ein Vogel, der guckt dann immer so und jedes Wort, was gesprochen wird, ist gleich so eine Attention da. Und das ist natürlich ein Ort, wie diesem hier, da schreien Kinder außen rum, da laufen irgendwelche Radios, da tuckern Fähren vorbei. Das sind alles Geräusche. Grillen zirpen, die keine Grillen sind. Genau, nein, das sind irgendwelche
Zirkaden. Die, eigentlich ist es das Männchen, das sucht ein Weibchen und einer davon ist kaputt. Der sucht, seit wir hier sind, eins und hat noch keins gefunden. Klingt wie so ein Wasserspringer, so ein kaputter. Naja, jedenfalls die Geräusche, die hier sind, oder auch ich genieße es zum Beispiel auch bei Starbucks zu arbeiten, weil die Unterhaltungen um mich herum, weiß ich genau, die interessieren mich nicht. Die haben überhaupt nichts mit meinem Business zu tun. Die kann ich komplett ausblenden. Da kann ich wunderbar arbeiten. Sobald ich in einem Büro bin, bin ich in diesem Hab-8-Modus. Und das stresst mich total. Dann bräuchte ich wahrscheinlich auch 6 Wochen Urlaub am Stück jedes Jahr. Aber so, indem ich mir halt die Orte auch suche, die Umgebungen, und nicht diese Distractions habe, diese permanenten, sage ich dann später nochmal was dazu von irgendeinem der anderen. Es ist auch nicht immer leicht, zu zweit auf 150 Quadratmetern. Das ist auch, da kann man sich auf den Keks gehen. Es kann eng werden, ja. Ja, auch da kann man sich gehörig auf die Nüsse gehen. Aber prinzipiell ist es schon so, dass ich mein Stresslevel und mein Nervfaktor von außen, Nervlevel, ziemlich unten sind. Und ich deswegen natürlich auch viel, viel weniger Urlaub brauche, weil das ganze Leben ein Urlaub ist, ein bisschen für uns. Für mich mehr als für dich. Weil ich nehme mir dann natürlich auch die Freiräume. Das ist auch, viele werden es schon geahnt haben, die uns zuhören. Wir leben und arbeiten nicht nur zusammen. Also wir sind tatsächlich verheiratet und teilen wirklich 100% der Zeit im Normalfall. Und das kann auch sehr anstrengend werden. Jetzt habe ich das Glück, einen sehr, sehr lieben, toleranten und modernen weiter, Mann weiter. Zu haben. Bist du, ja. Bin ich schon ein bisschen was. Dem das völlig egal ist, ob ich da bin oder nicht. Nein, das heißt, es klingt schlimmer, als es ist. Also ich darf auch mal alleine in den Urlaub fahren, was ich auch gelegentlich mache. Ich schnapp mir dann mein mobiles Büro und fahre mal für 2 Wochen zum Wandern in die, ins böhmische Paradies, in die Gegend um Jitschin. Und nutze die Zeit dort zum Wandern und arbeite dort genauso. Oder ich war auch schon mal 10 Tage alleine hier auf diesem Zeltplatz in Kroatien, um ein bisschen also meine Ruhe zu haben. Wir sind generell sehr Osteuropa affin. Ja, das stimmt. Ostdeutschland und Osteuropa affin. Ja. Wunderschöne Landschaften, wunderbare Menschen, wunderbare Kulturen. Sehr, sehr. Wir fühlen uns hier sehr wohl, nicht nur in Kroatien. Und also diese Freiräume nehme ich mir dann schon auch, wenn ich einfach mal wirklich meine Ruhe haben will, dann packe ich meine Klamotten und entschwinde in irgendeine Region, wo ich mich wohlfühle, wo es mir gefällt, wo ich mich auch ein bisschen auskenne. Und und arbeite dann von da. Also ich bin noch mehr remote und entkoppelt als der Wolfgang das ist tatsächlich. Ja, ich bräuchte das ganze Jahr vielleicht schon Urlaub oder nein, ich mache einfach ausreichend sozusagen Freilauf. Aber ich muss das ganze Jahr nicht weg. Also ich konnte problemlos, das war früher schon. Wir sind als Kinder nie groß weggefahren aus verschiedenen Gründen. Mein Vater war Betriebsschlosser in einem großen Industriebetrieb. Die haben natürlich immer, wenn Sommerferien waren, hatten die irgendwie Hochzeit, weil dann konnten die nämlich während der Betriebsferien Dinge reparieren, wo sie sonst ganz gar nicht ran konnten. Irgendwelche Email-Einbrennöfen oder Lackierstraßen, so Zeug, die dann nur notdürftig geflickt wurden. Und das hat dann für uns als Kinder zur Folge, dass wir bestenfalls mal so Tagesausflüge gemacht haben eigentlich. Aber ich war als Kind im Sommer nie im Meer. Und das hat mir aber auch nie gefehlt. Waren meistens die ersten 2 Sommerferienwochen waren meistens ein bisschen fad, weil natürlich die ganzen irgendwie Schulkameraden, Freunde und so weiter alle mit den Eltern weg waren, irgendwie im Urlaub. Aber die kamen wieder und dann haben wir halt irgendwie die letzten 4 Wochen da gemeinsam um die Häuser gezogen. Also das war für mich nie, dass mir irgendwas gefehlt hätte. Und vielleicht, möglicherweise ist es auch deswegen dann jetzt so, dass mir das jetzt nicht fehlt. Ich konnte so ein ganzes Jahr prima zu Hause bleiben mit ausreichend Büchern und Musik und muss nicht weg, erst recht nicht um des Wegfahrens Willens, aber auch nicht zwingend, um irgendwie mir jetzt fremde Kulturen anzuschauen, drüber zu lernen oder solche Sachen. Wir machen aus ökologischen Gründen seit vielen Jahren nur noch Urlaube, die wir mit dem Auto fahren können, also kein oder mit dem Zug, ja. Aber keine Flüge mehr. Ja. Also ist auch noch so eine Komponente, dass wir so ein bisschen so, jetzt keine Öko-Nazis mit Sicherheit nicht,
aber natürlich so ein bisschen auch auf die Dinge, die wir tun und wie wir sie tun, mit so einem Umweltaspekt. Ein bisschen nachhaltig, ja. Also wir, ja, das ist richtig. Und, dass wir hier ein bisschen gegensätzlich sind, das ist auch sehr, sehr praktisch, weil unsere beiden Miezekatzen, die jetzt tatsächlich 2 Wochen alleine klarkommen müssen, wären dann noch mehr allein, weil ich halt, ich bin eine kleine Zigeunerin, was das angeht, tatsächlich. Es hilft mir, mit der Depression auch keine Medikamente nehmen zu müssen, diese Freiräume, diese Freiheiten, die ich mir nehme. Aber die Miezekatzen, die freuen sich natürlich, wenn dann der stiefsche Bauch da ist, auf dem sie sich tummeln können die ganze Zeit. Ein stiefscher Bauch. Wir werden noch Fotos von den Miezekatzen posten auch, ja, und begleitend arbeitend mit Tieren. Ganz, ganz wichtig für uns. Die Tiere helfen uns auch nach allem, was ihnen zur Verfügung steht. Mit allen 4 Pfoten und jedem Fellhaar, was sie haben. Und sind da immer, wir haben tatsächlich 2 sehr menschenbezogene Katzen erwischt, die auch permanent um uns rumflaggen, egal wo wir uns bewegen in unseren weitläufigen Gefilden. Was sicher das eine oder andere bedingt, weil die natürlich auch dauernd zu Hause sind oder viel zu Hause sind. Ja. Wenn wir jetzt irgendwie beide normal arbeiten würden, von morgens bis abends, dann wäre das möglicherweise etwas anders. Meinst du, die rücken uns deswegen so auf die Pelle, so um zu sagen, jetzt geht doch endlich, wir wollen unsere Ruhe? Nein, ich glaube, weil sie es einfach können. Vermutlich. Vermutlich, ja. Also es wird noch Bilder von den Tieren geben, ja, auch mit Bilder mit Tieren geben, begleitend zu diesem Podcast. Und vielleicht sollten wir noch ein bisschen was zur Zeit sagen, weil viele werden sich schon gewundert haben, die haben irgendwann mal was erzählt, wer uns schon mal zugehört hat, von 23 Minuten und jetzt sind's. Ja, das ist das andere. Fast. In dem anderen Podcast reden wir über die Entstehung einer Online-Konferenz und die Episoden haben wir auf 23 Minuten uns so grob eingeschossen. Das ist natürlich nicht immer auf die Minute oder auf die Sekunde genau machbar. Und haben uns gedacht, diese Themen, die wir hier besprechen wollen, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Raum und deswegen wollen wir uns auf die 42 Minuten hinarbeiten. Genau. Woran man dann auch danach ablesen kann, dass wir beide durchaus chaosnah unterwegs sind oder unterwegs waren. Ja, immer noch sind zum Teil. Vielleicht sagen wir auch ein bisschen was zu den Themen. Also wir werden natürlich nicht nur über uns reden. Das war jetzt heute mal so zur Einstimmung, einfach zu zeigen, wie wir arbeiten, warum wir so arbeiten. Und in den nächsten Folgen, abgesehen davon, was wir schon angekündigt haben, natürlich die Technik, mit der wir uns umgeben, die uns dieses Arbeiten ermöglicht, vorzustellen. Auch ganz praktische Erfahrungsberichte, auch aus unserem täglichen Leben mit Geschäftspartnern. Es wird sicherlich auch ein paar Strategiethemen geben, die wir besprechen, wie man remote ein Team führt und remote im Team arbeitet. Da haben wir beide Erfahrungen. Also ich hatte das sowohl für Teams, die ich geleitet habe, und der Wolfgang mit der Aktiengesellschaft, in der er Vorstand ist. Das ist eine Firma, die zwar ein Büro in München hat, aber da sitzen genau er, der CEO, und einer der Freiberufler, mit denen sie oft zusammenarbeiten. Ansonsten ist der Rest über ganz Deutschland verteilt. Das sind die regelmäßig da sind. Natürlich ist im Büro öfter mal was los und manchmal sind auch mehr Leute da. Aktuell ist es ein bisschen wenig, was aufgrund wieder der Pandemie natürlich der Fall ist. Aber das ist richtig. Also dieses 4 AG, die war von Anfang an als verteiltes Unternehmen ausgelegt. Wir haben gegründet mit, ich glaube, 14 Leuten, alles Aktionäre. Und die sind alle aus ganz Deutschland verteilt und arbeiten auch in Projekten in ganz Deutschland. Das heißt, in München, das Büro ist auch entsprechend klein. Also wir haben 4 Arbeitsplätze dort plus einen Besprechungsraum und eine gut ausgestattete Küche. Die ist besonders wichtig bei uns. Da kommen wir später nochmal drauf in einem anderen Podcast. Genau, aber aus dem Kontext natürlich bringe ich sicherlich das eine oder andere Management-Thema mit. Und was ich vorhin vergessen habe, über mich zu erzählen. Ich bin auch seit einigen Jahren aktiv in München in der Organisation des PM Camp München, des Projektmanagement Barcamp. Das ist eine Bewegung, da gibt es mehrere Barcamps in Deutschland und eben auch das Münchner, da bin ich so ein bisschen mit drin. Und das kommt daher, dass ich auch so Interesse habe. Erstens ist Projektmanagement auch ein Teil meiner früheren Arbeit und heutigen Arbeit. Allerdings sage ich immer dazu Projektkoordination, weil es kein wirkliches Management im Sinne von diese großen Projektpläne sind. So groß sind meine Projekte normalerweise nicht.
Da geht es mehr so um Stakeholder-Kommunikation und dass man Termine einhält und solche Sachen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, und dann habe ich so ein gewisses Faible und Interesse, alles was so an agilen Methoden da ist, also Lean, Kanban, Scrum, es gibt noch ein paar mehr in anderen in nicht programmiertechnischen Bereichen. Also mich mit diesen Themen zu beschäftigen und zu versuchen, solche Sachen auch ein bisschen in die Unternehmensführung zu übertragen. Was davon nimmt man mit? Also sicherlich würde man ein Unternehmen nicht mit Scrum-Methoden oder als Scrum-Projekt führen, mit irgendwie im Daily Stand-Up. Kann an manchen Stellen Sinn machen, sinnvoll sein. Aber auf Dauer, denke ich, ist das Falsche. Aber es gibt trotz allem, gerade im Umfeld von Lean und Kanban, da gibt es eine ganze Menge an Methoden oder einzelne Dinge, die man sich rausgreifen kann und sich damit zu beschäftigen, auch so ein Steckenpferd. Und das wird sicherlich auch hier inhaltlich mit einfließen. Genau. Für mich wird sicherlich auch Thema sein Community Building. Das ist ein Steckenpferd, mit dem ich mich ein bisschen beschäftige. Und gerade in Zeiten von Remote-Arbeit und Heimarbeitsplätzen wird es immer wichtiger für Firmen, ihr Unternehmen weniger als natürlich ist es nach wie vor eine Organisation, aber mehr als Community auch zu betrachten. Um Stakeholder. Und Stakeholder sind mehr als nur Angestellte, ein Investor und ein Management Board an Bord zu ziehen und wie man in solchen Remote-Teams auch effizient und effektiv kommuniziert, dass es auf Tools ankommt, aber Tools nicht das Wichtigste sind. Und das hat auch ein bisschen was mit Unternehmenskultur zu tun und es wird auf jeden Fall eine Folge geben, wo ich mein Equipment zum Kaffeebrauen vorstelle. Oh. Das kann man dann auch für 42 Minuten ausdehnen. Also das ist auch eine Leidenschaft von mir. Ich trinke sehr viel Kaffee und bin seit ein paar Jahren, danke Herr Stief für die Anregung, auf Cold Brew umgestiegen und zwar komplett und habe natürlich aber auch noch ein diverses anderes Kaffeezubehör zum Vorstellen und wie ich das mache, wie sich das entwickelt hat und warum Automaten böse sind. Und mit dem Schlusswort sozusagen oder dem Ausblick wollen wir es beenden lassen. Wo findet man uns online? Storageforum.de, storage-forum.de. Und von da aus geht es dann weiter. Ansonsten stalkt uns bei Xing oder LinkedIn, Twitter, Facebook. At Frau Stief und at Stiefkind. Ja, at Speicherstief, at Speicherkerstin. Ja, da kommt man dann schon weiter. Und also das, man findet uns. Wenn man uns googelt, tauchen wir relativ weit oben in den Ergebnislisten auf. Ja, das stimmt. Gut. Dann in diesem Sinne, danke fürs Zuhören bis hierher. Wir freuen uns auf die nächste Folge, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. David Daniel.